Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich habe euch hier in diesem kleinen Haus verlassen beim letzten Mal. Wir haben unten noch ein paar Zombies getötet gehabt und sind hier ein bisschen auf Loot-Tour. Bisher nicht wirklich erfolgreich, wie man sieht. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir da Tolles machen. Da war nicht mehr viel drin, oder? Genau, nur noch Papier. Das ist irrelevant. Haben wir leichte Legs. Okay. Wird schon. Sonst haben wir hier nichts. Ich gehe noch hier rein. Rechts den Waffenschrank lasse ich erstmal sein, weil da hocke ich jetzt zu lange dran. Es ist schon 16 Uhr. Und ich würde da eigentlich schon gerne noch in die Stadt gehen, die wir beim letzten Mal gesehen haben vom Weiten. Oh. Ziehen wir an. Sonnenbrille ist ganz cool. Die nehme ich mal mit für den Fall, dass es ein bisschen kälter wird. Aber was anderes, was wir brauchen, ist natürlich wieder mal was zum Heilen. Genauer gesagt, Antibiotika. Oder Honig. Aber wir waren beim letzten Mal ja schon erfolgreich. Wir haben zumindest was gefunden. Und nur ganz kurz gucken. Wir kamen von hier. Oh, das ist ein Höhleneingang oder so. Und da unten ist die Stadt. Da gehen wir mal hin. Gucken wir mal, was es da Schönes gibt. Ist das die Stadt, die ich auch meinte? Ja, doch, wir kamen hier hoch runtergelaufen, haben in die Richtung geguckt. Das passt schon. Ich will mir natürlich mal angucken, was es da Schönes gibt. Und da die Nacht dann auch verbringen. Das heißt, es wird wieder etwas langweiliger teilweise. Weil ich in der Nacht nicht viel machen kann, wenn ich da oben rumsitze. Aber wir müssen mal schauen. Wurde mir auch gesagt, dass das Spiel jetzt auf längere Sicht hin schwieriger wird. Also zum Beispiel, wie heißt es gleich, dass es eben auf längere Sicht hin schwer ist im Sinne von, da kommen dauernd Zombie-Horden und so ein Kram. Müssen wir mal schauen. Ich habe natürlich nun die Hoffnung, reparieren, war A, aber ich habe nichts zum Reparieren. Dann schmeißen wir es halt erstmal weg und holen erstmal sowas. Ich habe auch hier irgendwo einen Zombie gehört. Ich meinte direkt hinter mir. Vielleicht aber auch nicht. Oh, ich habe den da oben gehört. Interessant. Ups. Na komm, Herr Kollege. Ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, dafür jetzt hier die Pfeile rauszuballern, aber egal. Nur noch ganz kurz hier ein bisschen Holz holen. Dann hole ich mir noch mal ein paar Steinchen. Ich welche dabei? Nein. Ein paar Steinchen noch holen und dann sind wir vorbereitet. Kann ich mir noch eine neue Axt machen. Eine neue Steinaxt. Dass ich hier nicht komplett nur mit dem Ding hantieren muss. Nicht nur mit der Feuerwehraxt. Was kostet denn so eine Axt? 3 Steine? 4 Steine. Okay, die kriegen wir noch zusammen, bis wir in der Stadt ankommen. Zunächst einmal verprügeln wir hier noch ein paar. Ja, Mechanical Parts sind eigentlich immer ganz cool. Gerade wenn wir dann später irgendwas Größeres bauen wollen. Apropos was Größeres, wir haben hier einen Laden. Ein Geschäft oder sonstiges. Zumindest sieht es so aus, sodass wir hier erstmal eintreten werden. Ich craften wir mal. Die schmeißen wir weg. Ich hoffe jetzt eigentlich drauf, dass wir hier irgendwo in der Nähe direkt eine Funktions... richtige Werkbank finden. Dann könnte ich mir meine 3 Schläger zusammentun und ein bisschen was Besseres rauskriegen. Shotgun. Big Garrison Spawn and Launch. Da könnte zum Beispiel hinten was drin sein, was gut ist. Müssen wir mal gucken. Ja, ist ja gut.
Oha. Die hätten mich jetzt voll erwischt. Also bei der Hundehorde wäre ich total am Sack gewesen. Sie brauche ich. Sie brauche ich sogar ganz enorm. Ja, auch nicht schlecht. Eine Heilbandage. Ist immer gut. Aber das mit den Hunden gerade, das war wirklich nicht schön. Weil das hätte extrem böse enden können. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Bisschen Kohlen. Ich höre Hunde. Ah, verdammt. Panik, ganz kurz, ein bisschen Panik. Da hinten in so einem engen Terrain und dann mit Hunden agieren, das ist immer ganz unschön. Leichten FPS-Drops sind auch unschön. Du siehst mich nicht. Das ist eine unschöne Stadt, weil hier nur Hunde sind. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Da habe ich mich ganz spontan dazu entschieden. Weil wenn, dann will ich die Hunde nacheinander töten und nicht alle auf einmal zu Besuch haben. Und wenn wir gerade dabei sind, glaube ich, sollten wir noch ein paar Frames machen. So ein paar mehr Wood-Frames ist sicherlich gar nicht so blöd, um mir dann auch mal so ein bisschen hier was zuzubauen, um ein bisschen sicherer zu sein. Die Nacht werden wir nutzen, noch ein bisschen die Skills anzuschauen, weil ich habe ja wieder ein paar Punkte. Wir sind ja leveltechnisch aufgestiegen. Maisfeld. Da hinten das Hochhaus ist eigentlich ganz interessant. Das Haus hier rechts könnte auch ganz gut sein, gerade für so eine Nacht zu verbringen. Müssen wir mal schauen. Beides irrelevant für mich. Und dann gehen wir erstmal hier das Haus ein bisschen freiräumen. Weil da werden ja sicherlich auch noch ein paar Zombies drin sein. Und wir haben schon wieder 20 von 9. Ist halt ein bisschen schwierig. Ja, da haben wir einen, der pennt. Gepennt hat. Papier ist für mich egal. Leere Gläser sind mir auch egal. Hallo, sie habe ich gar nicht erwartet gerade. Muss man auch mal sagen. Sie haben mich ein bisschen überrascht. Ein paar Tokens. Was wir noch wegmachen müssen, ist eigentlich. Wir machen direkt hier die Treppe weg. Damit die gar nicht erst hier hochkommen. Um die Zombies, die jetzt da oben noch hinter mir sind, um die werde ich mich jetzt gleich kümmern. Hauptsache, ich bin da über Nacht sicher. Ist natürlich ein bisschen unschön, dass wir jetzt mitten in der Folge sind. Aber tut mir leid. Manchmal kann man das eben nicht richtig abtimen. Hier vielleicht ein bisschen mehr Luft. So doppelt hoch, dass da nur eine Reihe Woodframes reichen würde, um sicher zu sein. Natürlich nicht. Die Frage ist nun, ist er über mir oder neben mir? Der ist da, okay. Kümmern wir uns erstmal um den hier.
So, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Oh fuck. Oh verdammt. Oben Vogel ist gar nicht gut. Das gefällt mir nicht. Die Situation, in der ich mich hier gerade befinde. Oh, das ist eine ganz unschöne Geschichte. Wir könnten oben noch Zombies haben. Wir haben unter uns Zombies. Wir haben da oben den Vogel, das heißt, ich bin auf dem Dach auch nicht wirklich sicher. Ist gerade nicht schön. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl. Wenn ich ehrlich bin. Muss eigentlich gucken, ob hier drüben noch irgendwelche Zombies sind. Hallo? Hier ist schon mal keiner. Ich dachte, dieses Haus wäre eine gute Idee gewesen. Es stellte sich als nicht raus. Aber okay. Wir müssen jetzt trotzdem hier mal so ein bisschen was tun. Die Nacht über. Ich meine, das Gute ist, ich kann mich immer noch hochbauen. Da hockt zum Beispiel einer. So. Das sollte es aber gewesen sein. Das wäre eh nur ein Crawler gewesen. Das ist ja relativ egal. Dich könnten wir eigentlich anziehen, oder? Baby anziehen. Aber wir nehmen mal den hier, solange es temperaturtechnisch noch nicht so wichtig ist. So, natürlich denen nicht die Möglichkeit geben, hier hochzukommen. Jetzt werden wir von hier oben erstmal noch das hier alles looten. Möglichst geduckt natürlich. Ja, ich habe mir bei dieser Stadt ein bisschen was Schöneres vorgestellt. Also ich dachte nicht, dass wir hier das Problem haben könnten mit so vielen Hunden und dergleichen. Natürlich ein bisschen suboptimal jetzt gewesen. Ich könnte mir ein paar Eier machen. Für mein Essen. Um meine Sättigung hochzubringen, aber viel mehr ist da aktuell eigentlich gar nicht drinne. Aber ich könnte ein bisschen Steine kloppen, um Federn weiter zu nutzen. Das heißt, dass ich eben ein paar Pfeile habe. Ich meine, es sind nur noch 4 Stunden. Geht eigentlich relativ schnell. Und dann gucken wir uns danach nochmal ein bisschen die Skills an. Weil ich habe ja ein paar Skillpunkte übrig. Ich bin jetzt Level 20. Das heißt, es wird sich sogar lohnen, neue Sachen zu craften. Also einen neuen Prügel zu nehmen. Dass ich gar nicht erst repariere, sondern direkt einen neuen baue. Oder nicht? 54 Punkte übrig. Der hier müsste gehen, genau. Den kaufen wir uns auf jeden Fall. Ein Sexual Tyrannosaurus, damit wir da ein bisschen durchziehen können. Wir könnten eine Workbench bauen. Die zu haben ist natürlich ganz cool, aber das ist, glaube ich, eher ein bisschen später wichtig. Rappen und Gunsmithing, da muss ich Player Level 20 werden. Das wäre schon. Level 18. Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen, was das angeht.
heißt, wir werden auch noch die Prügel behalten, die wir aktuell haben. Und zwar das Verschwendung. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns hier mit den ganzen Hunden rumschlagen. So. Machen wir uns ein paar Pfeile. Nicht viele, aber immerhin. Wenn wir noch zwei weitere Steine abbauen, können wir auch weitermachen mit noch mehr Pfeilen. Nutzen wir das, die Nacht zur Vorbereitung nutzen. Du bist 50%, 60% Wahrscheinlichkeit, Food Poisoning zu haben. Bullen ist 2. Wenn ich dich braten würde, wirst du sicherlich mehr geben. Prozent Wahrscheinlichkeit, zieht aber Stamina ab. Ja, bisschen unschön. Muss auf jeden Fall was zu essen finden. Damit ich die nächsten Tage hier auch noch was hab. Bin ich dadurch eben Stamina oder Wellness verlieren. Nur weil ich kein Essen gefunden habe. Aber ich meine, wir haben ja da draußen auch schon ein Maisfeld gesehen. Es müsste Richtung Osten gewesen sein. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, etwas mitzunehmen. Bringt zwar nicht viel, Mais an sich, aber besser als gar nichts. Besser als in den Wind gekackt, könnte man sagen. Wir müssen es ja auch irgendwie positiv und optimistisch sehen. Ich meine, die Welt da draußen hier ist schon Zerstörung und Trauer und Leid genug. So. Noch 5. Also nehmen wir noch einen Stein mit. Und dann haben wir wenigstens das komplett aufgebraucht. Das sind die letzten. Essen wir dich. Wenigstens wieder bei 2%. Wir hangeln uns hier von Punkt zu Punkt. Ich glaube, hier habe ich aber alles durchsucht, oder? Unter mir? Ich glaube schon. Ah ne, da ist noch ein Ofen. Den Ofen hatte ich noch nicht. Den hatte man noch nicht. Im Endeffekt ist nämlich da das Essen drin, was ich will. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Naja, wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Haben wir hier hinten eigentlich das Bücherregal vergessen? Da gibt es ja keins. Na, hier gibt es keins. Dann hatten wir wirklich alles hier schon durchsucht. Naja, es stünd hier noch. Dann können wir oben aufs Dach gehen, weil da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Der. Immer schön mitnehmen. Ich glaube, ich werde noch schnell ein Lagerfeuer machen und ein paar Eier kochen. Die füllen eigentlich auch relativ gut. 5, 6, 7, 8. Genau. Campfeuer müssten 8 sein, oder? Haben sie es geändert? Nein. Dahin. Boiled Eggs. 30 Sekunden. Koch mal. Wenn ich natürlich jetzt das Wasser mitgenommen hätte, was ich unten gefunden habe, wäre ich ganz zufrieden gewesen, gell? Aber naja. Aber es bringt uns wenigstens ein bisschen was. Ist ja schon mal ein Anfang.
Mir sonst was, so ein Baked Potato, da bräuchte ich mir einen Cooking Grill für. Und natürlich die Kartoffel, die wir gerade gegessen haben. Mushroom, Corn, Potato und Wasser für den Vegetable Stew. Wäre vielleicht eine Alternative. Meat Stew. Snowberry Juice. Helps you survive cold environments, but should not be overused. Okay. So, wie dem auch sei, wir müssen jetzt hier hoch. Hallo, hallo, hallo. Keiner da. Okay. Nägel nehmen wir mit. Können wir kaputt machen im Notfall. Federn und noch ein Ei. Das heißt, wir haben wieder ein mögliches Essen. Habe. Ich nehme sie mal mit. Die ist eigentlich ganz cool. Einfach nur sinnlos, aber sie ist ganz cool. 60% Food Poisoning. Ich weiß, ich habe gesagt, ich habe Hunger. Aber ich will nicht unbedingt auf Food Poisoning gehen. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Vielleicht wollen wir einen Kaffee kochen. Hier bin ich, du Trottel. Hast du mich nicht gesehen, oder was? Ich war die ganze Zeit da. Ich war nie weg. Nehmen wir natürlich auch mit, aber wir gehen erst nochmal hier rein. Wir wollen ja diesen Raum nicht vergessen. Da könnte was Wichtiges drin sein. Ja, immerhin ein Schreibtisch, wir haben einen Aktenschrank und Bücherregale. Nichts, nichts. Ah, ein Flanellhemd. Behalt mal das T-Shirt. Ich habe ja den Leatherduster im Notfall dabei, falls es temperaturtechnisch doch kühl wird. So, da ist der Ding. Da komme ich noch nicht so viel Gutes raus, deswegen lasse ich es mal sein. Und dich wollte ich noch mitnehmen. Okay. Hallo, Madame. Wie geht's Ihnen? Ich hoffe, ganz gut. Die Kirche ist jetzt nicht ganz so interessant. Zachary's Laundromat. Laundromat. Guck mal einer an. Eine Wäscherei. Krankenschwester. Hilfe. Überraschung. In ihr Gesicht. In ihr Gesicht. Holz. Was machst du denn mit Holz? Du sollst Arzneimittel haben. Verdammt nochmal. Krankenschwester. Wofür sind sie eigentlich da? Aber gut, wir haben da oben noch den Pawnshop. Kleidung ist jetzt eher nicht so das, was ich will. Natürlich ganz lustig, mal sowas zu sehen. Ja, komm. Nehmen wir mal beides mit. Genauso wie wir jetzt hier ein bisschen Mais mitnehmen werden. Soweit es zumindest geht. Viel ist ja nicht, gell? Okay, das war's. Wetter ist nicht gut, das kann ich nachvollziehen. Oh Mann, fast. Ich hasse Hunde. Oh, ich hasse vor allen Dingen gleich zwei auf einmal. Wieso trifft er denn nicht? Weißt du was? Level up. Nur das Hunde töten. Gibst du mir eigentlich Fleisch? Oder hast du nur verrottetes Fleisch? Hast du nur verrottetes Fleisch?
Ich höre den Zombie rechts. Keine Sorge. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben zu viele Pfeile. Ups. Nochmal. Oh, wir haben überzogen. Was soll das denn? Das war nicht geplant. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es am Samstag weitergeht mit 7 Days to Die. Bis dahin natürlich noch einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen, Leute.